Wir wollen uns erheben. Wir hören, wie Gott uns zusammenruft, um ihn, den lebendigen Gott, anzubeten. Im Lukas-Evangelium, da ist es ein Engel, der uns enthüllt, wer der Messias, wer Jesus Christus wirklich ist, nämlich der wahre König David. Und dieser Engel sagt, dieser wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Wir wollen diesen Messias-König Jesus Christus anbeten miteinander. Wir bekennen gemeinsam, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen miteinander singen, den Psalm 134 aus dem Psalter, die drei Strophen, Psalm 134. Beten und im Gebet auch dem Herrn unsere Sünden bekennen und gemeinsam beten. Großer Gott, unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir an diesem Morgen, um dich anzubeten, wie es dir gebührt, um uns zu erniedrigen vor dir, unserem Gott, unserem Schöpfer. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk, das Volk deiner Weide, die Schafe deiner Hand. Und so wollen wir heute, wenn wir deine Stimme hören, nicht unsere Herzen verstocken, sondern wollen auf deine Stimme hören und glauben. Wir kommen zu dir im Namen des Herrn Jesus Christus, des Lammes Gottes, das der Welt Sünden trägt, der unser Fürsprecher ist vor dir, dem Vater. Er ist unser König, unser Priester und unser Prophet. Er regiert uns, er lehrt uns und er hat sich einmal für uns geopfert. Er ist unser Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und durch ihn allein kommen wir vor dich, Herr, treten wir vor deinen Thron mit Zuversicht. Aber wir wissen, dass wir so in seinem Namen Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Heiliger Gott, wir bekennen vor deiner Heiligkeit und heiligen Majestät unsere Sündhaftigkeit. Wir bekennen, Herr, dass wir schon geboren sind in Ungerechtigkeit und schon von Anfang an geneigt sind zu allem Bösen, zu jeder erdenklich bösen Tat. Und dass wir in uns selbst unfähig sind, auch nur ein wirklich gutes Werk zu vollbringen. Im Gegenteil, durch unsere Schuld übertreten wir immer wieder neu deine Gebote, selbst wenn wir es gut meinen. Und wir ziehen so dein Urteil auf uns. O Herr, wir bekennen diese Schuld, die auf uns liegt. Wir verdammen uns selbst wegen unserer Sündhaftigkeit und wir wollen Buße tun.
Herr, wir bitten dich, dass deine Gnade kommt und uns neu reinwäscht von unseren Sünden, uns neu die Gewissheit der Vergebung aller unserer Sünden gibt. Also erbarme dich über uns, unser lieber Vater, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn, und vergib uns alle unsere Sünden. Schenk uns neu die Gaben deines Heiligen Geistes, damit wir unsere Sünde von ganzem Herzen erkennen und zu wahrer Buße geleitet werden, damit wir so, je länger, je mehr der Sünde absterben und durch den Geist Früchte der Gerechtigkeit und der Heiligkeit bringen, die dir gefallen. Herr, wohne im Lobpreis deines Volkes, da wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, wie du es versprochen hast, und komm und rede zu uns durch dein Wort. Und empfange allen Lobpreis von unseren Lippen, von unseren Herzen, allen Ruhm und alle Ehre. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen Platz und wir singen aus dem Gesangbuch zum Lob Gottes die Nummer 4, Gelobet sei der Herr, Strophen 1 bis 4. Nummer 4, die 4 angegebenen Strophen. Gelobet sei der mein Gott, mein Licht, mein Leben, mein Schöpfer, der mir hat mein Leib und Seele gegeben, mein Vater, der mich schützt von Mutterleibe an, der alle Augenblick an mir getan. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben. Des Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, der mich erlöset hat mit seinem teuren Blut, der mir im Glauben schenkt das allerhöchste Gut. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, des Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft, dem wir das Heilige jetzt mit Freuden lassen klingen und mit der Engelschar das heilig, heilig singen, den herzlich lobt und preist die ganze Christenheit. Gelobet sei mein Gott in alle Ewigkeit. Wir kommen zur Schriftlesung und zum Gebet und wollen uns dazu erheben. Wir beten und wollen Gott bitten, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, dass du uns hilfst in dieser Stunde durch den Heiligen Geist, den du gesandt hast und den du immer wieder neu sendest, dass wir dein Wort, das du ausgesprochen und ausgeatmet hast, ein für alle Mal auch richtig verstehen und dass wir das, was wir hören, auch glauben
Ja, dass dein Wort selbst durch den Heiligen Geist das Mittel ist, durch das du in uns den Glauben erzeugst und erwächst und auch immer wieder stärkst. Gib uns, dass wir im Glauben auch tun, wozu du uns aufrufst, in Treue, in Gehorsam, jeder von uns, groß und klein. Dass wir deine Ehre suchen in allem, was wir tun, aus Dankbarkeit für die Erlösung, die wir haben in Jesus Christus. Dies bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir wollen aufschlagen zur Offenbarung, Kapitel 3, im letzten Buch der Bibel. Wir sind in einer Predigtreihe bei den sogenannten 7-Sendschreiben und wir lesen die Verse 7 bis 13, Offenbarung 3. Hört das Wort Gottes. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen, wir nehmen Platz. Wir sind beim vorletzten von diesen 7 Briefchen oder Sendschreiben an 7 Gemeinden, 7 Botschaften, die der auferstandene Jesus sagt oder ausrichten lässt, den Gemeinden in Kleinasien. Und wir haben gesehen, immer wieder, dass diese Briefe, diese Sendschreiben, Briefe an die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten sind. Aber ich denke, das Spannende für uns ist, wenn wir diese Briefe zusammen sehen, die Botschaften der einzelnen Briefe uns zusammen anschauen, dann sehen wir, dass da ein Gesamtbild entsteht. Es ist kein Zufall, dass es ausgerechnet 7 Briefe sind mit 7 Botschaften. Das soll uns sagen, das deckt im Großen und Ganzen alles ab, was Jesus hier sagt, was er der Gemeinde mitteilt. Das deckt alles ab an den großen, an den wesentlichen Gefahren und Herausforderungen und Versuchungen, die auf die Gemeinde Jesu zukommt in der Zeit, seit der Himmelfahrt Christi bis zu seiner Wiederkunft. Diese 7 Botschaften. Was haben wir bisher gehört an Warnungen und Problemen? Was haben wir gehört? In der Gemeinde in Ephesus haben wir gehört, die wurde gewarnt, weil sie ihre erste Liebe verloren hatte. Wir haben gesehen, das war ihre Zeugniskraft in der Welt. Und so leicht kann das passieren, haben wir gesehen, wenn man anfängt, sich um sich selbst zu drehen als Gemeinde, dann verliert man diese erste Liebe und Leidenschaft, Zeugnis zu geben für Jesus Christus. Man dreht sich um seine eigenen Probleme. Und die Gemeinde in Smyrna, die wurde erinnert und wir wurden mit dieser Gemeinde erinnert an die absolute Notwendigkeit des Martyriums, bereit zu sein, zu sterben für unseren Glauben, für unser Bekenntnis zu Jesus Christus. Wenn wir nicht im Prinzip von Herzen bereit sind, dann ist unser Glaube auch nicht echt, unser Zeugnis nicht echt. Von der Gemeinde in Pergamus haben wir gelernt, dass wir keine faulen Kompromisse eingehen dürfen mit der Welt um uns herum, mit der Kultur, dass wir nicht der Lüge auf den Leim gehen dürfen. Die Kultur, die Welt an sich ist ja erstmal neutral. Nein, das ist sie nicht. Die Gemeinde in Thyatira wurde gewarnt vor Irrlehre, vor allem vor der Irrlehre des Götzendienstes, dass man kann Gott anbeten, den einen wahren Gott, aber
Man kann doch auch noch andere Götter oder Götzen dazu nehmen, als Luxusgut sozusagen, muss ja nicht den einen wahren Gott deshalb aufgeben, auch das geht nicht. Und letzte Woche haben wir gehört von der Gemeinde in Sardes, wie leicht auch das passieren kann, und auch das geht jede Gemeinde an, wie leicht es passieren kann, dass man eine Gemeinde ist, die einen guten Ruf hat nach außen, einen vorbildlichen Ruf, geistlich, theologisch, vorbildlich zu sein, und doch ist man in Wirklichkeit geistlich tot, weil die Mitglieder vielleicht auf ihre Mitgliedschaft mehr vertrauen als auf Jesus Christus. Und heute haben wir es jetzt eigentlich mit, man könnte sagen, mit genau dem Gegenteil zu tun von dem, was wir letzte Woche gehört haben. In Sardes war das Problem, dass alle dachten, die Gemeinde ist gut, ist toll, ist lebendig. Und in Wirklichkeit war sie tot. Und heute, wenn wir genau hingeschaut haben, haben wir eigentlich den umgekehrten Fall. Die Leute haben wahrscheinlich gelacht über diese Gemeinde in Philadelphia. Es war eine sehr kleine Gemeinde, eine Gemeinde mit kaum wesentlichem Einfluss in der Welt. Vers 8 sagt Jesus, du hast nur eine kleine Kraft. Und vielleicht hat das diese Gemeinde selber auch gedacht und geglaubt, wer sind wir schon? Wer sind wir schon mit unseren 30 oder 40 oder wie viele Mitgliedern auch immer diese Gemeinde hatten? Wir wussten es nicht, wir wissen es nicht. Wer sind wir schon in diesem schwierigen, heidnischen Umfeld mit dem ganzen Druck und der Bedrängnis, was können wir schon ausrichten für Jesus? Aber das, was hier nach außen hin eigentlich klein und saft und kraftlos, vielleicht fast tot zu sein scheint, im Gegenteil zu der Gemeinde in Sardes, dem sagt Jesus, dieser Gemeinde sagt Jesus, bescheinigt Jesus, dass sie in Wirklichkeit auf einem guten Weg ist. Und Jesus will diese kleine Gemeinde, diese schwache Gemeinde, er kritisiert sie nicht, man findet keinen Tadel hier, er will sie ermutigen, er will sie motivieren, bestärken auf ihrem Weg, motivieren, so weiterzumachen. Und wenn ich uns anschaue als Gemeinde heute, vielleicht auch mal wieder, ich weiß, es ist Krankheit wieder unterwegs, aber wenn ich uns anschaue als kleine Gemeinde, dann denke ich, dass wir dieselbe Motivation und dieselbe Ermutigung brauchen. Wir sehen hier drei Bilder in diesem Text, drei Bilder, die diesen Brief bestimmen. Zuerst ist die Rede von einem Schlüssel, dann ist die Rede von einer Tür und drittens und letztens von einem Reich. Ein Schlüssel, eine Tür und ein Reich. Und das hängt natürlich alles zusammen. Der Schlüssel schließt die Tür auf, die Tür führt in ein Reich. Jesus nennt sich selbst zu Beginn hier den Heiligen, den Wahrhaftigen, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, sodass niemand zuschließt und der zuschließt, sodass niemand öffnet. Worum geht es da bei diesem Schlüssel Davids? Zuerst ist klar, David, den Namen kennen wir, das führt uns zurück, gedanklich, ins Alte Testament, zum König David. Was Jesus hier tut, ohne Umschweife, er identifiziert sich einfach mit diesem König David. Und er sagt, ich selber bin der wahre König David. Ich bin der wahre und endgültige und eigentliche König der Juden. Alle Könige Israels, das wissen wir, wenn man das Alte Testament richtig versteht, die Geschichte der vielen Könige, vor allem natürlich des Königs Davids, des wichtigsten Königs. Alle Könige waren eigentlich nur Abbilder, Schatten, Hinweisschilder auf den einen wahren König und Messias, der eines Tages kommen sollte. Der Messias Jesus Christus. Und so wie der König David, wenn man diese Berichte liest, wie er ausgerüstet war mit unglaublicher, fast unfassbarer Macht in Israel, so ist Jesus als der wahre König David auch ausgerüstet mit so einer unbeschreiblichen, unendlichen Macht und Souveränität. Mir ist gegeben, sagt er am Ende des Matthäus-Evangeliums, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In seiner Himmelfahrt spricht Gott oder sagt Gott, der Vater, zu ihm, wie es in Psalm 110 heißt, prophetisch auf Jesus Christus, spricht Gott, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Das ist der Messias, er ist ein König wie David, aber noch viel größer. Und genauso in Psalm 2
Was heißt, ich habe meinen König eingesetzt, spricht Gott, auf Zion, meinem heiligen Berg. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Also daran erinnert Jesus diese kleine und schwache Gemeinde in Philadelphia hier ganz zum Anfang seines Briefes an seine absolute Souveränität und königliche und unumschränkte königliche Macht. Nichts ist ihm unmöglich. Ihre Kraft, die Kraft der Gemeinde, ist eine kleine Kraft, aber seine Kraft ist eine allgewaltige, unendliche Kraft. Er ist der wahre, der universale König Davids. Aber was genau ist dieser Schlüssel Davids, von dem Jesus spricht? Das ist ein Anklang an Jesaja 22, wo Gott durch den Propheten spricht und prophezeit, dass er eines Tages einen anderen, einen besseren Herrscher über sein Königshaus, das Königshaus über Israel einsetzen wird, den Eliakim. Und da heißt es in Jesaja 22, Gott spricht, es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Und ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. Und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Das Haus Davids, um das es hier geht, ist natürlich zunächst das Königshaus, aber in Wirklichkeit ist das im Alten Testament ein Begriff für das Volk, das wahre Israel, das wahre Volk Gottes. Das ist das Haus Davids. Das ist ein Bild für das Heiligtum, für den Tempel, für das verheißene geistliche Reich, was kommen wird. Darüber hat David den Schlüssel gehabt, der König David. Also bildhaft über dieses geistliche Reich. Aber jetzt, Jesus Christus, der wahre König David, hat wirklich den Schlüssel über dieses geistliche Reich aufzuschließen und zuzuschließen. Ich denke, wir sehen das oft nicht mehr, diese radikale Aussage, wie viel Sprengstoff in dieser Aussage Jesu hier steckt. Wir müssen uns vor Augen führen. Wenn das stimmt, wenn Jesus der wahre König David ist, der die Gewalt, die Schlüsselgewalt hat über das Haus Davids, über das Heiligtum und über das Königshaus, dann definiert Jesus hier eigentlich ganz neu oder er definiert zum ersten Mal richtig, wer oder was eigentlich das Volk Gottes ist, das Bundesvolk. Wir lesen in diesem Text, dass diese kleine Gemeinde in Philadelphia ja anscheinend viel zu kämpfen hatte mit den Juden. Immer in Auseinandersetzung stand mit den Juden. Wahrscheinlich haben die Juden sie bedrängt, die Juden ihrer Zeit ihnen zugesetzt und immer wieder gesagt, ihr seid, was seid ihr schon, ihr seid eine komische, kleine, pseudo-jüdische Sekte. Als das galten die Christen zu der Zeit noch. Ein schlechter, komischer, seltsamer, sektiererischer Abklatsch des Judentums. Eine billige Kopie. Ihr seid klein, ihr seid schwach, wir aber, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind doch die Juden, wir sind es schon immer gewesen. Aber Jesus sagt zu ihnen, in Wirklichkeit sind die, die so reden, die so stolz und prahlerisch daherkommen, die sind nicht das Volk Gottes, sondern, wer sind die? Was sagt Jesus? Vers 9, sie gehören zur Synagoge des Satans. Sie nennen sich Juden, sagt er, aber sie sind es nicht, sondern lügen. Sie geben etwas vor, was sie aber in Wirklichkeit nicht sind, diese Juden. Und Jesus sagt hier, nicht die entscheiden, wer zum Volk Gottes gehört, wer das wahre Israel ist, das unter dem wahren König David lebt, sondern ich entscheide das, weil ich die Schlüssel Davids habe. Und Jesus schlägt sich hier ganz eindeutig auf die Seite dieser kleinen, schwachen Gemeinde in Philadelphia und damit gegen das Judentum im Großen und Ganzen. Er stellt sich gegen die Vielzahl der Juden, die nicht an ihn glauben, und er ergreift Partei für die kleine Zahl der Christen, die an ihn glauben. Wenn das keine Ermutigung
gewesen ist für die Gemeinde damals, für die Gemeinde in Philadelphia. Ich denke, das war's. Aber das Bild, dieses Bild vom Schlüssel, den Jesus hat, das begegnet uns dann auch im Neuen Testament wieder. Auch da begegnet uns Jesus als einer, der der Schlüssel hat, der Schlüssel in seiner Hand hat und der öffnet und der schließt. Er schließt denen das Reich auf, wie hier in diesem Text, die eine kleine Kraft haben, die aber auf sein Wort vertrauen, denen in Philadelphia. Aber er schließt gleichzeitig denen das Reich zu, den Heuchlern das Reich zu, denen, die kommen und sagen zu ihm: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und Jesus sagt zu ihnen und schließt ihnen damit das Reich zu: Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Oder auch im Gleichnis von den Jungfrauen, von den törichten Jungfrauen, die nicht bereit sind für ihn, die nicht bereit sind für seine Wiederkunft, die eigentlich nicht an ihn glauben, auch denen schließt er die Tür zu, er schlägt ihnen die Tür vor dem Gesicht zu, die Tür zur Hochzeitsfeier, zur Hochzeitsgesellschaft. Und wenn sie dann kommen und sagen: Herr, Herr, tu uns die Tür auf, sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 25, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und die Tür ist zu, abgeschlossen. Jesus sagt selbst, dass er seine Gemeinde baut, sein Reich baut. Er baut sie auf das Bekenntnis von Menschen zu ihm. Er baut sie auf das Bekenntnis des Petrus, das erste klare christliche Bekenntnis, der gesagt hat: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was bedeutet das? Du bist der Christus. Christus bedeutet der Gesalbte. Du bist der Gesalbte, hat Petrus erkannt. Du bist der wahre König David, der gesalbt wurde und eingesetzt wurde über das Volk Israel. Und als dieser König David gibt Jesus dann diesen Schlüssel gewissermaßen weiter. Er gibt die Schlüsselgewalt an die Gemeinde, an die Apostel, an Petrus. Und er sagt, Matthäus 16, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du, die anderen Apostel, auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. So überträgt er das Schlüsselamt, die Schlüsselgewalt auf die Gemeinde. Also Jesus ist der wahre König David. Er ist der bestimmt, der selbst bestimmt und dafür sorgt, dass sein Reich bevölkert ist von denen, die an ihn glauben. Die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten, diese falschen Juden, wie Jesus sagt, die lügen, die Lügner, die klagt Jesus an. Was sagt er? Was ist seine Kritik? In Lukas 11, er sagt: Wehe euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen in das Reich. Und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Sie haben den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, haben an der falschen Stelle versucht zuzuschließen und aufzuschließen. Aber Jesus selbst, der wahre König, er schließt den wahren Gläubigen auf, er schließt seinen Untertanen sein Reich auf, wie es auch in unserem Bekenntnis, im niederländischen Bekenntnis heißt, über die Kirche: Diese Kirche war seit Anfang der Welt und wird bis zu ihrem Ende bleiben, wie dies auch daraus folgt, dass Christus ein ewiger König ist, der ewige und wahre König David, der niemals ohne Untertanen sein kann. Deshalb schließt er auf. Und niemand kann zuschließen. Und wenn wir uns erinnern, wie Jesus sich selbst vorgestellt hat, im Buch der Offenbarung am Anfang, Kapitel 1, Vers 18, wer sich noch erinnert, hat sich Jesus vorgestellt und gesagt: Und ich habe den Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das heißt, da wird das Bild vom Schlüssel noch ein bisschen erweitert und wird jetzt komplett, wenn wir das zusammennehmen. Wir sehen, dass Jesus eigentlich eine Kette hat, einen Schlüsselbund hat mit zwei Schlüsseln. Dem Schlüssel zu seinem Reich, mit dem er aufschließt, und mit einem Schlüssel zu einem anderen Reich, nämlich dem Totenreich oder der Hölle. So finden wir das auch dann am Ende der Offenbarung, Kapitel 20, also fast am Ende. Da heißt es in Vers 1, Kapitel 20, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Das ist derselbe Schlüssel. All das steckt also in diesem Bild vom Schlüssel, den Jesus hat,
Die zweite Frage ist natürlich, was öffnet dieser Schlüssel? Wozu passt er? Mit diesem Schlüssel hat Jesus, der König, der wahre König David, der Gemeinde in Philadelphia eine geöffnete Tür gegeben. Er hat ihnen eine Tür geöffnet, das ist mein zweiter Punkt. Vers 8 sagt Jesus, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, da passt der Schlüssel hinein. Ich habe aufgeschlossen und niemand kann sie schließen. Was ist jetzt diese Tür? Das ist diese Tür, die Jesus aufgeschlossen hat, in die sein Schlüssel passt, ins Schloss passt und die er der Gemeinde gegeben hat, damals, und die er der Gemeinde heute auch noch gibt, seinem Leib, seiner Gemeinde. Jesus selbst sagt uns, was diese Tür ist. Vers 8, du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Und nochmal Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Tür ist das Wort Jesu, das Wort Gottes. Jesus hat der Gemeinde sein Wort gegeben. Welches Wort? Das ist das Wort des Evangeliums. Das Evangelium ist die Tür. Das Evangelium ist die Tür, durch die die Juden anscheinend im großen Ganzen nicht gehen wollten, nicht gegangen sind, obwohl Jesus sie ihnen aufgeschlossen hat. Aber die Gemeinde, die Jünger sind durch sie hindurchgegangen. Sie haben dieses Wort bewahrt, sich zu Jesus bekannt, heißt es hier, als dem Messias. Sie sind standhaft geblieben, in aller Bedrängnis, in aller Schwierigkeit haben sie dieses Wort bewahrt, daran festgehalten im Leben und im Sterben, an diesem Verheißungswort, an diesem Wort des Evangeliums. Und dass das Evangelium die Tür ist, das finden wir immer wieder im Neuen Testament. Die Apostel reden immer wieder davon, wie sie selbst erstaunt sind, was das Evangelium tut. Das Evangelium ist eine Tür, die Gott schenkt, plötzlich schenkt, zum Beispiel den Heiden, durch die plötzlich die Heiden hindurchgehen und gläubig werden. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, über Ephesus, er sagt, hier in Ephesus hat sich mir eine Tür aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher, also trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Gegner des Evangeliums. Wenn Jesus aufschließt durch das Evangelium, wer kann dann widerstehen? Niemand kann dann widerstehen. Und auch in Troas hat Paulus das so erlebt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, schreibt er, als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, war mir eine Tür geöffnet im Herrn. Das Evangelium ist die Tür, die Gott denen öffnet, die er zum ewigen Leben bestimmt hat. Die Tür, die er öffnet und schließt, wie es ihm gefällt, und seinem ewigen Ratschluss und Plan. Die Tür, die er den Juden selbst verschlossen hat eines Tages, um sie dann umso mehr den Heiden zu öffnen. Die Tür, durch die wir natürlich zuallererst selbst hindurchgehen müssen, im Glauben, durch die wir aber auch andere hindurchführen dürfen, wie und wo und wann Gott das schenkt, durch das Evangelium. Wenn wir dieses Evangelium festhalten, dann wird Jesus auch uns bewahren vor der Stunde der Versuchung, wie es hier heißt, die kommen wird, die schon da ist, die die Gemeinde Jesu begleitet bis zum Schluss. Aber ich denke, gerade dieses Bild von der Tür wäre natürlich nicht komplett, wenn wir nicht sehen würden, wie die Bibel Jesus Christus selbst als die Tür beschreibt. Der Kirchenvater, der recht unbekannte Kirchenvater Tychonius, der sagt, Jesus hat die Tür geöffnet, als er sich seinen Jüngern zu erkennen gab, auf dem Weg nach Emmaus. Als er aus Mose, den Propheten und den Psalmen darlegte, dass es eigentlich in der ganzen Schrift nur um ihn geht. Als er ihnen die Augen öffnete, wie es heißt, das Verständnis öffnete, damit sie die Schriften verstanden, Lukas 24. Da hat er ihnen die Tür geöffnet. Eine Tür, die so lange offen geöffnet bleibt, sagt Tychonius, wie das Evangelium gepredigt wird und geglaubt wird. Oder wie es Luther
anders gesagt, mit anderen Worten, aber ganz ähnlich, solange das Evangelium läuft, solange das Evangelium läuft in der Welt, ist diese Tür noch geöffnet. Und dass Jesus selbst diese Tür ist, das ist natürlich nirgendwo deutlicher und klarer als in Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus, dieser wahre König David, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der hat der Gemeinde eine geöffnete, eine offene Tür gegeben, die Tür des Evangeliums, die er am Ende selbst ist. Er hat aufgeschlossen und niemand kann diese Tür schließen, aber hindurchgehen müssen wir selbst durch diese Tür. Und zwar im Glauben. Und die Frage ist hier natürlich, wohin führt diese Tür? Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Wohin führt diese Tür, die Jesus Christus der Gemeinde damals und heute aufgeschlossen hat? Jesus sagt hier, sieh, ich habe von dir eine geöffnete Tür gegeben. Ich bin die Tür, Johannes 10. Ich bin selbst die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Auf der anderen Seite der Tür ist ein Weideland. Was ist das? Was ist diese Weide, die uns erwartet auf der anderen Seite der Tür? Es ist sein Reich, das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Wir haben schon gesehen, dass Jesus sich vorstellt als der wahre König David, dessen Thron für immer bleibt, dessen Reich ein ewiges Reich ist, das sich immer mehr ausbreitet über die ganze Welt. Er ist der König, der den Schlüssel Davids hat. Er schließt auf die Tür des Evangeliums, die er selbst ist. Wer durchgeht, der wird gerettet. Und dann sagt Jesus zum Schluss zu dieser kleinen Gemeinde in Philadelphia, auch unserer kleinen Gemeinde hier in Heidelberg, Vers 11 und 12, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, meinen neuen Namen. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir hier haben am Ende dieses Briefs. Und wir bleiben ganz in diesem Bild des Königs, oder nicht, und seines Reiches. Das Erste, was Jesus hier sagt in der Verheißung, ist, dass die Gläubigen, alle Gläubigen, auch eine Krone haben. Eigentlich hat eine Krone nur der eine König. Aber er sagt es hier. Wir haben als Gläubige schon eine Krone. Wir sollen aufpassen, dass sie uns niemand raubt und stiehlt und nimmt. Das heißt, auch wir sind schon kleine Gesalbte, kleine Könige. Schon jetzt in seinem Königreich, auch wenn wir noch nicht voll und ganz da sind, angekommen sind. Auch wir sind jetzt schon kleine Könige mit einer Krone, wenn wir festhalten, was er uns gegeben hat, nämlich die Tür des Evangeliums, wie es auch im ersten Petrusbrief heißt. Petrus schreibt da, ihr aber, die Gemeinde, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum mit kleinen Kronen. Wir sind auch Könige. Wie es auch der Heidelberger so schön zusammenfasst, was es bedeutet insgesamt, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Was bedeutet das, Christ zu sein, diesen neuen Namen zu haben? Christ. In Frage 32, es bedeutet, dass wir Anteil haben an seiner Salbung, an der Salbung Jesu, zu der er gesalbt worden ist, nämlich als König David, sodass auch wir einst, wie es im Katechismus dann heißt, in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen werden. Juden und Heiden. Also wer im Glauben durch diese Tür des Evangeliums hindurchgeht, der bekommt oder der bewahrt diese Krone im Reich Christi, der bekommt Anteil an der Herrschaft, an der Königsherrschaft Christi. Aber da ist noch mehr Verheißung für uns in diesem Text am Ende. Da sagt Jesus, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. David, haben wir gesehen, war ein König. Ein König lebt in einem Schloss, in einem Königspalast eigentlich, so kennen wir das.
Aber wir sehen doch im Alten Testament, der König David trat ja gleichzeitig als König und auch als Priester auf. Das macht schon im Alten Testament deutlich, dass das Königreich Israel, Israel war ein Königreich, sie hatten Könige. Das Reich Davids war natürlich ein Königreich, aber es war nicht jetzt nur geografisch ein geografisches Reich, sondern es war dann vor allem auch immer schon ein geistliches Reich, in dem je länger, je mehr deutlich wird, die Könige sind eigentlich auch Priester. Und all das deutet natürlich hin auf Jesus Christus. Das verheißene Land, das haben wir immer wieder gesehen, das verheißene Land Kanaan ist in Wirklichkeit ein geistliches, nicht ein rein geografisches Land. War eigentlich ein Bild für das Himmelreich, das himmlische Heiligtum, den wahren Tempel. Das ist nicht plötzlich was ganz anderes, wenn hier Jesus spricht von dem Tempel. Gerade eben hat er noch vom Königtum, Königreich gesprochen, jetzt spricht er vom Tempel. Das ist nicht was ganz anderes. Mose sollte das Volk Gottes ins verheißene Land, ins Land Kanaan bringen. Warum? Damit sie dort jede Menge Häuschen bauen? Nein, damit sie Gott dort geistlich, einen geistlichen Dienst, einen Gottesdienst bringen. David sollte das Volk Israel anleiten, im Königreich seinen Gott anzubeten. Und auch Jesus ist gekommen, nicht nur als König, sondern gleichzeitig als der oberste Hohepriester in einer Person. Und so dürfte es uns nicht überraschen, dass das Reich, das uns erwartet, jenseits der Tür, dass das Königreich, das Himmelreich, es ist ein Königreich, aber es ist gleichzeitig und vor allem ein Tempel. Wenn wir überwinden, sagt Jesus, diese Welt, diese Weltzeit, diese Zwischenzeit, in der wir leben, die noch geprägt ist von Sünde, von Versuchung, von Anfechtung, wenn wir überwinden im Glauben an Jesus Christus, dann werden wir eingehen in seinen Tempel. Dann werden wir zu Säulen in seinem Tempel. Wie also auch Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, fast also ganz ähnlich. Wir werden im Glauben schon jetzt und dann bis in die Herrlichkeit als lebendige Steine aufeinander gebaut, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Unser Bekenntnis zu Jesus Christus, genauso wie das Bekenntnis des Petrus damals als erstes christliches Bekenntnis, wird der Felsen sein, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, seinen Tempel vollenden wird in Herrlichkeit. Uns erwartet eine Krone, die wir jetzt schon haben als Gläubige. Uns erwartet ein Tempel, in dem wir tragende Steine oder Säulen sogar sein werden. Und drittens und letztens verspricht uns Jesus hier, ich will auf euch den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Auch hier wird nochmal klar, was uns wirklich erwartet. Auf der anderen Seite der Tür, das Reich Gottes, die Stadt Gottes, das neue und himmlische Jerusalem. Und wir wissen, Jerusalem war die Stadt der Könige, aber auch gleichzeitig der geistliche Mittelpunkt. Und es steht für nichts anderes als die neue Schöpfung Gottes. Und all das zusammengenommen sollte der Gemeinde in Philadelphia damals Mut machen, die Tatsache, dass Jesus der wahre König ist, der wahre König David. Und die wahren Gläubigen, nicht die falschen Juden, sind sein Volk, dass er den Schlüssel hat in der Hand, zu öffnen und zu schließen, wie es ihm gefällt. Und dass er tatsächlich eine offene Tür gegeben hat, eine Tür aufgeschlossen hat, die Tür in sein Reich weit aufgestoßen hat für die Gläubigen. Meine Lieben, das ist auch die Botschaft für uns heute. Wenn du denkst, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dann ist mir das Himmelreich vielleicht noch verschlossen. Ich sehe es nicht. Ich kann das nicht wirklich sehen, nicht wirklich begreifen, nicht wirklich glauben. Jesus hat den Schlüssel zum Himmelreich. Er allein hat den Schlüssel zum Himmelreich. Nicht wir, nicht du.
Er ist derjenige, der dieses Himmelreich öffnen kann all denen, die ihn darum bitten, die darauf vertrauen, dass er das kann. Und wenn wir denken, so wir sicherlich auch versucht sind, unsere Gemeinde ist doch nur klein, unsere Gemeinde hat doch wenig Kraft, was soll unsere Gemeinde ausrichten in dieser gefallenen Welt? Wenn wir denken, wir sind individuell, sind wir schwache Christen vielleicht nur, was soll Gott mit mir vorhaben, durch mich tun, was können wir ausrichten? Die Leute lachen vielleicht über mich, die Leute lachen vielleicht über unsere Gemeinde. Dann sollen wir uns an diese Worte erinnern. Wir sollen uns erinnern, dass Jesus hier ist, der Heilige und Wahrhaftige, der wahre König David, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und wenn er die Tür auftut, dann kann niemand sie zuschließen. Und er kann die Tür auftun, er hat sie uns aufgetan und er kann sie noch vielen mehr auftun. Was er aufschließt, das kann niemand mehr verschließen. Auch das ist die Botschaft, die wir hier haben, dass unser Heil uns nicht mehr verloren geht. Was Jesus aufgetan hat, das bleibt offen. Wenn wir sein Wort bewahren, heißt es hier, das Wort vom standhaften Ausharren, dann wird er auch uns bewahren im Glauben, sodass wir nicht verloren gehen. Das heißt, er wird uns zu einer Säule im Tempel seines Gottes machen und wir werden nie mehr hinausgehen. Wir werden nicht mehr hinausgehen aus diesem geistlichen Tempel, der das Himmelreich ist, das Reich Gottes, das Reich der Erlösten. Wir werden nicht mehr hinausgehen, sagt er uns hier. So gewiss, so sicher werden wir nicht aus seinem Tempel hinausgehen, trotz aller Versuchung, die schon da ist, trotz aller Versuchung, die noch kommen wird. Es bleibt fest, wir werden in diesem Tempel bleiben, wenn wir sein Wort, das Evangelium, bewahren. Ich denke, es ist nicht zu weit hergeholt, wenn ich sage, die Tür, die Jesus aufgestoßen hat für uns, die Tür in sein Reich, das ist dieselbe Tür, die auch im nächsten Sendschreiben, im nächsten Brief wieder erwähnt wird, wo Jesus sagt, Kapitel 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und das wollen wir tun heute. Wir wollen im Glauben durch diese Tür hindurchgehen in sein Reich, wo er ist, der wunderbare, ewige König David, wo wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben werden, ja, wo wir ein wunderbares Festmahl mit ihm feiern werden. Und einen Vorgeschmack davon bekommen wir natürlich jedes Mal, wo wir das Herrnmahl, das Abendmahl miteinander feiern, wie wir das auch gleich miteinander tun wollen. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns vor Grundlegung der Welt schon auserwählt hast, zu dir zu gehören, ohne dass wir das irgendwie verdient hätten. Wir haben keinerlei Verdienst vor dir. Aber dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat uns den Eintritt in dein Reich teuer erkauft, durch seine Gerechtigkeit und durch sein Leiden. Und so kommen wir, Herr, wir kommen gewaschen in seinem Blut. Wir gehen ein in die Tür, die er uns geöffnet hat, die er selber ist. Durch den Vorhang hindurch gehen wir, durch sein Fleisch, das am Kreuz geopfert wurde, und treten wir ein in den wahren Tempel, in dein ewiges Heiligtum. Und freuen uns schon jetzt, Herr, auf die ewige Gemeinschaft, die wir haben mit ihm, mit dir, dem dreieinen Gott. Herr, hilf nach deinem Versprechen, nach deiner Verheißung, dass alle Auserwählten zur rechten Zeit, zu deiner Zeit berufen werden durch dein Wort, das Wort des Evangeliums. Auch durch unser schwaches und oft kraftloses und unvollkommenes Zeugnis, wie du es versprochen hast. Und das bitten wir in Jesu kraftvollem Namen. Amen. Wir wollen miteinander singen als Antwort das Lied Nummer 54 aus dem Gesangbuch Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Wir wollen uns erheben dazu. Lied Nummer 54, die Strophen 1, 3, 6 und 11.
Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles liegt ihm Gott zu Fuß. Alle Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Gott ist Herr, der Herr ist einer, und demselben gleichet keiner, nur der Sohn, der ist ihm gleich, dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkauft, mit dem Geiste sie getaufe, und sie lebet, weil sie glaubt. Ich auch auf der tiefsten Stufe, ich will Glauben reden rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig, ehret, liebet, lobet ihn. Wir nehmen nochmal Platz. Wir hören auf das Gesetz Gottes, die Art und Weise, wie wir leben sollen, schon jetzt als Bürger des Himmelreiches, des Königreiches Christi. In 10 Geboten in der Zusammenfassung des Gesetzes heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Amen. Wir wollen beten. Gnädiger und barmherziger Gott, unser lieber Vater, wir danken dir, dass du deinen Bund mit uns gemacht und geschlossen hast vor langer Zeit, mit uns, mit allen Gläubigen und ihren Kindern. Du hast diesen Bund besiegelt mit der heiligen Taufe und du bestätigst ihn immer wieder neu im Mahl des Herrn und auch täglich, indem du dir ein Lob bereitest aus unserem Mund, selbst aus dem Mund von Kindern und Säuglingen. Dadurch machst du die Weisen dieser Welt in ihrer Weisheit dumm und beschämst sie. Du offenbarst diesen Bund, indem du uns deine Wege, deinen Willen zeigst und lehrst durch Jesus Christus, unseren Herrn, und in deinem Wort. Du hast uns Hirten und Lehrer gegeben zu deinem Dienst, zur Zurüstung der Heiligen, zur Auferbauung deines Leibes. Herr, wir bitten dich, dass du wirkst und bewirkst in unseren Herzen, in den Herzen von allen, die deinem Bund angehören, den Kindern und den Jugendlichen und Erwachsenen, den Jungen und Alten, dass wir wachsen in der Gnade, in der Erkenntnis unseres Herrn, Jesus Christus, bis wir alle zur vollkommenen Mannesreife gelangen in ihm. Hilf, dass wir nicht mehr Unmündige sind und bleiben, die hin und her geworfen sind, umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre. Er segne uns, unsere Familien, unsere Ehepaare in unserer Mitte, in unserer Gemeinde. Rüste die Eltern aus mit Weisheit, Weisheit von oben, in der Erziehung der Kinder, in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir bitten dich, segne und behüte die ungeborenen Kinder in unserer Mitte und die Kinder und Jugendlichen, die du uns anvertraut hast und die du so besonders liebst. Wir beten für die Lehre in unserer Gemeinde.
auf der Grundlage deines Wortes, zusammengefasst in unserem Bekenntnis, Herr, segne diese Verkündigung, dass sie weiter treu und klar bleibt, dass uns das Wort, das Evangelium nicht genommen wird und verloren geht, sondern dass sie viel Frucht bringt. Herr, möge die Frömmigkeit, der Glaube, die Treue deines Volkes schon hier und jetzt das andere Königreich, das Königreich des Satans zerstören und das Königreich Christi bauen und stärken zur Ehre deines Namens und zu unserer Erlösung. Und wir bitten gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Grundlage der Gemeinschaft in der Gemeinde gilt das Bekenntnis, und als Grundlage für die Tischgemeinschaft, die Abendmahlsgemeinschaft, gilt genauso das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und so wollen wir miteinander den Glauben bekennen, der uns verbindet als Leib Christi. Und wir tun das heute mit Fragen unseres Heidelberger Katechismus zu den Sakramenten, die wir bekennen, im Wechsel bekennen. Wenn nun allein der Glaube uns Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten gibt, woher kommt solcher Glaube? Wir bekennen gemeinsam: Der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des heiligen Evangeliums und bestätigt ihn durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Was sind Sakramente? Es sind sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siegel. Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen und zu versiegeln. Nämlich, dass er uns aufgrund des einmaligen Opfers Christi am Kreuz vollbracht, Vergebung der Sünden und ewiges Leben aus Gnade schenkt. Sollen denn beide, Wort und Sakrament, unseren Glauben auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz als den einzigen Grund unserer Seligkeit hinweisen? Ja, denn der Heilige Geist lehrt im Evangelium und bestätigt durch die heiligen Sakramente, dass unsere ganze Seligkeit auf das einmalige Opfer Christi gegründet ist, das für uns am Kreuz geschah. Amen. Zum Abendmahl, zum Herrnmahl sind in unserer Gemeinde die Mitglieder aufgefordert und eingeladen. In unserer Verantwortung als Hirten der Gemeinde, die auch verantwortlich sind für die Zucht in der Gemeinde, natürlich bitten wir die Gäste unter uns, die nicht angemeldet sind, zugelassen sind, zum Herrnmahl vom Tisch fernzubleiben und zunächst das Gespräch mit uns zu suchen, falls sie in Zukunft gerne am Abendmahl teilnehmen möchten. Wir singen als Lied, als Hinführung zum Herrnmahl, das Lied Nummer 39, Wir wollen deinen Tod verkünden. Nummer 39, die Strophen 1, 2, 4 und 5. Kannst du ihn?
zu uns spreche, was du uns bist, wir sehen's hier. Du wirst mit deinem Leib uns nähren, uns deines Lebens Kraft gewähren. Der Kelch des Dankes, Halleluja, lob den Herrn. O ja, mein ganzes Herz will gern ihm würdig Preis und Ehre geben. Ich will in seinem Heiligtum im Rat der Frommen seinen Ruhm aus allen Kräften hoch erheben. Die Werke Gottes sind sehr groß. Wer je die Seligkeit genoss, Gott selbst in seinem Werk zu sehen, spricht, all sein Tun ist Majestät und Herrlichkeit aufs Höchst erhöht. Ja, ewig wird sein Recht bestehen. Ein Denkmal sei uns Armen. Er speiset liebreich, wer ihn ehrt, nach seinem Bund, der ewig währt, wird er sich unser stets erbarmen. Empfangt nun den Segen Gottes, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, gebe dir seinen Frieden. Amen.